Servus Leute, was geht? Ich bin Nico Ramazzotti und willkommen auf Musikpanz TV. Ja Freunde, heute neues Video. Eigentlich wollte ich reagieren auf Bushido, Mephisto, aber habe ich nicht gemacht, weil mein Internet ist leider so behindert und langsam, dass es mir leider nicht möglich ist, einen Track hochzuladen unter 12 Stunden. Deswegen dachte ich mir, heute um 16 Uhr kam Sekko raus. Ayalala, lustiger Songname, sehr auf jeden Fall ziemlich lustig. Und nach Lass Sie Wissen, nach Je ne sais pas und noch ein paar anderen Tracks ist Sekko wieder am Start. Was Neues, freue mich sehr, dass er was Neues toppt. Hab ich sehr gefeiert, ich feiere Sekko abnormal, feier den Jungen und würde ich sagen, legen wir direkt los. Live-Reaktion, Kopfhörer ist da. Legen wir los, Sekko Ayalala. Also immer wenn ich so Bilder sehe, so sommerlich und so schöne Kulisse, habe ich immer mega Bock auf Urlaub. Also zurzeit habe ich Urlaub, deswegen kommen auch wieder ein paar öfters Videos. Nächste Woche fliege ich zwar in Urlaub für ein paar Tage, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt wieder ein bisschen aktiv auf dem Kanal und freut mich sehr. Je vis ma vie, je vis ma vie, je vis ma vie, ayo la la. Oh, krass blauer Himmel. Also gesanglich fängt schon an. Und das ist anscheinend der Mavi, also das, der Feature. Der singt da und Stimme ist ganz angenehm. Krass. Ich weiß nicht, wo das Video gedreht worden ist, aber krasse Kulisse, schöner Urlaubsort anscheinend. Die Clique ist unterwegs, SKK, krass, feier ich sowieso und nice. Keine Konkurrenz, Frero. Sekko, Sekko, dreht die Runde in Mexiko. Sie sagt, ich will dich heute bei mir. Heute nicht, bin mit der Gang, SKK ist die Family. Wir jagen die Mio, wir choppen. Also Sekko, guter Einstieg auf jeden Fall. Er singt ein bisschen und macht seinen gewohnten Sekko-Flow. Man muss wirklich sagen, mittlerweile ist er wirklich sehr gut trainiert, hat von Track zu Track gesteigert, was man auf jeden Fall raushört. Und bei seinen Songs bekomme ich immer gute Laune irgendwie. Je ne sais pas, abnormal abgefeiert, lass sie wissen, immer gute Laune bekommen. Und hier bekommt man so ein bisschen Sommerfeeling. Leider haben wir es jetzt Mitte September. Deswegen finde ich schade, dass man den so Songs nicht im Sommer rausbringt. Aber nichtsdestotrotz sehr nice. Seine Konkurrenz, früher mit den Jungs ohne Aussicht. Gott sei Dank ist mein Leben ohne Blaulicht. Hatte meinen Plan im Visier, aber keiner wollte wissen, wie es funktioniert. Gott sei Dank ist dein Leben ohne Blaulicht. Also, wenn man die Entwicklung sieht, damals von SKK, so krass. Also, die Jungs haben so gehustelt, dass sie jetzt über 1 Million Abonnenten haben. Davon haben sie auf jeden Fall meinen übelsten Respekt. Sehr krasse Crew. Auch sehr sympathisch, dass sie immer in den Videos zu sehen sind. Das zeigt so ein bisschen den Zusammenhalt unter den Jungs, feier ich abnormal, also sehr sympathisch. Sekko sowieso einer meiner Lieblings-YouTuber, krass. Kusch, kusch, sorry Baby, keine Lust. Und ja, Schatz, ich habe dafür keinen Grund. Wow, hatte viel zu viele Gegner, die mich immer liebten, aber heute niemals. Arriba, arriba, ayolala. Die Hook finde ich ziemlich lustig, mit dem Ayalala, so gesanglich angehaucht, finde ich ziemlich cool. Also was das heißt, weiß ich nicht genau, muss, also ich finde das Ganze ziemlich nice. Also ich hätte jetzt ein bisschen erwartet, dass der Sekko wieder so ein bisschen ein paar Schellen verteilt, so ein bisschen rumflexen so. Und hätte mich auch sehr gefreut, wenn das ein Dehnstil wäre. Aber den Stil kann man durchaus machen, passt auch zu Sekko, also schön. Mavi offiziell, okay. Locker Richtung Strand, okay. Hola amigo, arriba. Heute Nacht am Strand mit Latinas. Na na na, zu der Chick, die ich treib. Und ich sa sa sa, wie sie ist und ich kann. Amigo, amigo, am Strand mit Latinas. Die Jungs wissen Bescheid. Also der Mavi vom Flow her finde ich ein bisschen
krasser als Seko, weil die Stimme von Seko ballert abnormal, aber ich finde die Stimme von Mavi ein bisschen besser. Aber was jetzt nicht kein Hate sein soll an Seko, weil Seko ist auch überkrass. Ich hab keine Zeit, komm mir nicht mit SMS, Facebook oder FaceTime. Lila, zahle mit der Visa. Ich glaube, sie ist Anna oder Lisa. Halte meine Hand mit schönen Pisa. Also vor ein paar Tagen kam auch von Seko was raus. Da hat er ein paar Zeilen geturbt auf Big FM, war das, glaube ich. So Radiosender hat er geflext ein bisschen. Das war richtig cool. Ist auch in den Trends, glaube ich, Bass 23 aktuell. Ich bin jetzt auch wieder ein bisschen motivierter, Videos zu drehen. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass Ayala singt Seko sogar selber. Das hört sich ziemlich cool an. Also bis jetzt kenne ich Seko eigentlich nur so vom Rap her, aber dass er so krass singen kann, also ist natürlich bearbeitet nur ein bisschen, aber das ist ja normal. Aber es hört sich wirklich gut an. Also wenn es wirklich Sekos Stimme ist, in der Hook, beim Gesang, Props. Vielleicht hat er dich ja ein paar Tipps geholt von Pietro Lombardi, der auch im Video zu sehen ist. Was der da zu suchen hat, der macht irgendwie überall mit, glaube ich. So Leute, der Song ist vorbei. Ich muss sagen, gewohnter Seko hat mich auf jeden Fall abgeholt. Also ich bin sehr, sehr sommerlich angehaucht jetzt für den Song. Und wenn ich rausgucke, ist ein bisschen bewölkt leider. Aber der Song verbreitet gute Laune. Kann man nicht durchaus gönnen. Kann man auf Spotify holen. Google Plays kann man auch kaufen. Kann man ruhig mal abchecken. Unterstützt Seko auf jeden Fall, weil Seko ist abnormal krass. Und ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den Song gefunden habt. Würde mich sehr interessieren, eure Meinung zu Seko. Kann er rappen, kann er nicht rappen? Und da würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten neuen Videos. Lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert gerne meinen Kanal, weil dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Bis dort, macht's gut. Musikpanz TV.